Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum fünften Spieltag der dritten Liga. Es wird in dieser Woche lediglich alle Spiele, alle Tore geben, also keine Konferenzen, weder in der ersten, zweiten und dritten Liga. Das werde ich bei den anderen Videos auch nochmal sagen, weil ich die komplette Woche leider weg bin und alles jetzt am Sonntag aufnehmen muss. Naja, aber ich hoffe, es macht trotzdem Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Uerdingen gegen Groß Asbach. Viel Spaß dabei. Und wenn ich mal einen Sprachfehler oder sowas drin habe, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator und denkt immer daran, es ist lediglich eine Prognose. Aber jetzt viel Spaß. Man kann schlicht und ergreifend lediglich den Hut ziehen vor dem, was Stefan Krämer mit seinen Uerdingern da auf die Beine stellt. Unglaublich, in den letzten Spielminuten sind sie immer brandgefährlich. Zuletzt gegen 1860 München schlugen sie in der Nachspielzeit zu. Und auch hier gegen Groß Asbach hatten sie den besseren Beginn. Krempitzky auf Aigner, der eigentlich schon das 1:0 hätte machen müssen. Knappe Aktion, schön von Krempitzky nochmal rausgelegt. Und Aigner mit seiner Qualität ist er eigentlich imstande, den reinzumachen. Aber weiterhin Uerdingen auf dem Weg nach vorne. Sie waren die bessere Mannschaft, die spielbestimmende Mannschaft. Daube mit der super Übersicht und dann tolle Parade von Broll nach dem Schuss von Kefgir. Es hätte längst 1:2, vielleicht sogar 3:0 stehen können für die KFC Uerdinger. Aber dann kam es, wie es kommen musste. Groß Asbach kam einmal nach vorne und es wurde brandgefährlich. Und wie gefährlich zeigte dann Dominik Pelivan. 42. Spielminute. Es war unglaublich. Groß Asbach wirklich bis dahin fast gar nicht im gegnerischen Strafraum anzutreffen. Weder mit noch ohne Ball. Uerdingen wollte aber antworten im zweiten Durchgang und kam auch perfekt aus der Pause. Konrad, super Ball und was für ein Traumtor. 63. Spielminute, das hochverdiente 1:1 und jetzt waren sie wieder da, die Krefelder, und die große Chance sogar noch auf 2:1 zu stellen. Sie wollten unbedingt wieder gewinnen. Groß Asbach war mit dem 1:1 zufrieden. Burger mit dem Querschläger. Dann legt ihn Kefke nochmal quer. Dennis Daube mit der Übersicht. Super durchgelassen und wieder Stefan Aigner. Es sollte an diesem Abend einfach nicht sein. Zum Auftakt des fünften Spieltages trennen sich Uerdingen und Groß Asbach 1:1. Ein bitterer Nackenschlag für 1860 München in der letzten Minute zu Hause gegen den KFC Uerdingen, noch das 0:1 hergeschenkt zu haben im Stadion an der Grünwalder Straße. Hier starteten sie gar nicht verkehrt in die Partie. Adriano Grimaldi über die rechte Seite auf Lex. Stefan Lex legt super rüber und dann eine tolle Tat von Bernhard. Ganz früh in der Partie muss er eingreifen, der Captain, mit einer Glanztat. Normalerweise hätte 1860 hier schon in der Frühphase das 1:0 machen müssen, aber gute Reaktion vom Schlussmann der Alner. Sie kam dann mal über Gegenangriffe, Gegenstöße. Wehkamp, Matthias Moris erst noch an den Pfosten. Die Situation noch nicht geklärt. Und Funk nimmt den Ball auf und drischt ihn dann in die Maschen. 34. Spielminute, das erste Saisontor für den Sechser. Trifft noch den Pfosten, hat dann ein bisschen Glück bei der Situation. Unglücklich für 1860, weil es wirklich nicht verdient war. Im zweiten Durchgang setzen sie alles daran, auszugleichen, und dann die Riesenmöglichkeit Mölders, und dann klärt Finell der Pfostenstoß. Es war wirklich unglücklich. Unglaubliche Aktion, die 1860 nach vorne brachte. Das Tor sollte einfach nicht fallen und Ahlen konnte abwarten und immer wieder durch Gegenangriffe, durch Gegenstöße Tore erzielen. Sascha Trau 2:0, eine Viertelstunde vor dem Ende, und das war dann schon fast der Deckel auf diesem Spiel. Keine Chance mehr für Bohnmann und es kam noch schlimmer. Sie standen jetzt offen, die Münchner Löwen. Moris auf Shoah. 3:0. Es war unglaublich. 84. Minute. Viel mehr Aktion nach vorne hatte der VfR Aalen nicht. Aber die Dinger muss man eben machen. Und so gewinnt Aalen mit 3:0. Unglaublich in der Höhe vor allem, muss man sagen. Absolut unverdient. Aber 1860 hätte ihre Chancen einfach besser verwerten müssen. Derbyzeit an der Bremer Brücke und insbesondere Preußen Münster ist herausragend in diese Saison gestartet. Aber Osnabrück muss sich auch nicht verstecken und an der Bremer Brücke sind sie gefährlich, besonders in den Schlussminuten. Und dennoch waren sie auch von Beginn an gut dabei. Uahim und was für eine Parade von Schnitzler, wie er da den Arm ausfährt, ist wirklich Weltklasse. Das sichere 1:0 eigentlich von Anas Uahim und dann fährt er da die rechte Kralle aus und pariert. Preußen Münster dann auf dem Weg nach vorne ebenfalls immer wieder mit Gefahr. Sie haben da überragende Spieler und das ist dann Kobylanski. Was für eine Abnahme. 21. Spielminute, sein zweiter Saisontreffer, hatte schon
auf dem Betzenberg geknipst und jetzt hier im Derby macht er das 1:0. Schönes Ding, keine Chance für Körber. Aber Osnabrück im ersten Durchgang weiterhin wirklich gierig darauf, den Treffer zu erzielen. Das ist dann David Blacher und der macht auch den Ausgleich. Nicht mehr unverdient zu diesem Zeitpunkt, weil Osnabrück wirklich daran arbeitete, das Ding zu machen. Und 13 Minuten nach dem 0:1 konnten sie wieder ausgleichen. Es war im Großen und Ganzen eine sensationelle Partie, ein tolles Derby und immer wieder super Bälle. Genau in den Lauf von Haider. In diesem Fall, der aber nicht cool genug bleibt vor Schnitzler. Vielleicht noch die Aktion, die Parade in der ersten Halbzeit im Kopf hatte und dann hat er zu viel Zeit, um nachzudenken. Die große Möglichkeit dann für Preußen Münster, kurz vor Schluss das Ding nochmal zu entscheiden und Tobias Rühle ist etwas zu überhastet. Das Spiel geht im Endeffekt mit 1:1 zu Ende, geht auch in Ordnung, wieder der Haarscharf am Tor vorbeigeht, ist ärgerlich für Preußen Münster, aber Osnabrück hat sich auch diesen Punkt verdient. Preußen Münster wird mit diesem allerdings auch gut leben können. Derby im Fritz-Walter-Stadion. Der KSC war zu Gast und der 1. FC Kaiserslautern möchte nach 2 Niederlagen in Serie endlich mal wieder etwas aufs Papier bringen können. Nach der Pokalpleite gegen Hoffenheim eine richtige Watschen gab's da und hier starteten sie aber gut in die Partie. Timmy Thiele mit der ersten Möglichkeit, aber Müller reagiert auch wirklich herausragend. Tolle Parade im Kasten vom KSC. Opoff ist ja noch ungeklärt, seine Zukunft dementsprechend. Erstmal Müller, aber ein super Vertreter in dieser Partie. Hämlein kann den Ball dann lange treiben auf Pick und Pick erst gegen Müller, versagt er noch, aber dann Timmy Thiele, 14. Minute, 1:0 für den FC Kaiserslautern. Die Gastgeber machten hier wirklich Alarm von Beginn an und führten dann nach einer knappen Viertelstunde auch absolut verdient mit 1:0. Im zweiten Durchgang kam dann auch der KSC endlich nach vorne zu Möglichkeiten. Lorenz lässt den durch, Patzer von Sivas und Florent Muslia mit dem 1:1. 59. Spielminute, dem fällt der Ball einfach nur auf den Fuß. Aber Jan-Ole Sievers sieht da wirklich unglücklich aus. Sonst ein großer, starker Rückhalt in dieser Saison. Jetzt patzt er einmal. Florent Muslia staubte ab. Und der KSC nochmal drauf und dran, das 2:1 zu machen. Aber Lorenz, naja, versaut es dann ein wenig, ist etwas übertrieben gesagt. Macht es davor gut. Der rutscht ihm etwas über den Schlappen. Auf der anderen Seite gab es aber nochmal die Möglichkeit für Kaiserslautern in der letzten Minute das Ding hier für sich zu entscheiden. Spalvis aber zu harmlos nach der Ecke von Hämlein. Und so geht diese Partie, dieses Derby mit 1:1 zu Ende. Geht auch in Ordnung. Es war unterhaltsam und es hätten durchaus noch ein paar mehr Tore fallen können. Mit einer breiten Brust kann Wien Wiesbaden in diese Partie gehen. Sie schmissen den FC St. Pauli aus dem Pokal. Am letzten Freitagabend konnten sie da mit 3:2 siegreich vom Platz gehen. Hier gegen die Spielvereinigung Unterhaching stand ein starker Vertreter der dritten Liga ihnen gegenüber. Die erste Möglichkeit gehörte ihnen trotzdem, aber noch links vorbei. Noch keine größere Gefahr. Auf der anderen Seite nach Eckstößen von Bigalke wieder Gefahr für das Tor. Für Kolke aber kein Problem, der muss da nicht eingreifen. Stefan Hein und Bigalke, das ist wirklich ein Duo sondergleichen. Der Kopfball dann letztendlich etwas zu harmlos. Wen kam nochmal vor der Pause? Brandstetter kann den Ball super in die Schnittstelle spielen und das ist Schäffler und den kennt man. Eigentlich sollte man meinen. 24. Spielminute, sein zweites Saisontor, super Ding. Unten rechts rein, nichts zu halten für Königshofer. Und im zweiten Durchgang wollten sie einen drauflegen. Die Partie schnell entscheiden, weil Unterhaching wirklich gut in die Saison momentan reingekommen ist. Die Möglichkeit von Schönfeld aber etwas zu harmlos, dieser Ball. Senkt sich fast noch rein, aber kann man auch sehen, Königshofer hatte das im Auge. Die Unterhachinger wollten hier unbedingt ausgleichen. Es kam aber im zweiten Durchgang nicht mehr sonderlich viel nach vorne. Das ist Dominik Stahl mal mit dem Abschluss. Aber Kolke bringst du so sicherlich nicht aus der Ruhe. Der wäre eventuell sowieso nach außen hinweggegangen. Und auf der anderen Seite konnte dann Wien Wiesbaden durch diesen wunderbaren Spielzug diese Partie entscheiden. 90. Spielminute. Andres legt in die Mitte. Scheffler legt nur noch den Fuß hin und setzt den Ball hinein. 2:0 gewinnt Wien Wiesbaden im Endeffekt gegen Unterhaching und verschafft sich damit weiterhin Luft in der Liga und geht damit ein paar Plätze weiter nach oben.
Der FC Hansa Rostock ist im Ostseestadion nun wirklich nicht zu unterschätzen. Sie schossen Stuttgart mit 2:0 aus dem DFB-Pokal und dementsprechend motiviert sollten sie eigentlich in dieser Partie gewesen sein. Aber die beste Möglichkeit zu Beginn hatte Simon Skalatidis und die nutzt er aus. Viertelstunde gespielt, bis dahin war nicht sonderlich viel los und dann macht er sein drittes Saisontor, hält nur noch den Fuß hin. Aber die Würzburger Kickers konnten ja auch Cottbus zuletzt in der Liga besiegen. Mirnes Pepic hatte dann die Möglichkeit zum Ausgleich. Herausragende Chance eigentlich, läuft alleine auf Treves zu, aber es sollte nicht sein. Im zweiten Durchgang ging es dann drunter und drüber. Die Möglichkeit für Pepic und Suko staubt ab. Sibio Suko, viertes Saisontor. Überragendes Spiel auch gegen Stuttgart. Jetzt macht er hier das 1:1. Es war eine tolle Partie von beiden Seiten. Bischoff dann mit der Vorlage und dann das 2:1. Es ging wirklich Schlag auf Schlag. Wie gesagt, die zweite Halbzeit war wirklich überragend. Pascal Breyer, zweites Saisontor. Und man dachte, jetzt hätte Rostock das Ganze in der Tasche. Aber es gab dann diese Aktion. Ganz komisch. Biancardi soll mit der Hand dran gewesen sein. Wir konnten es mit den Bildern nicht auflösen. Aber es gab Strafstoß. Patrick Göbel, sicher. 2:2, 10 Minuten vor dem Ende macht er hier den Ausgleich. Sein erstes Saisontor, keine Chance für Gelios, der sich für die linke Ecke entschieden hatte und dementsprechend chancenlos war. Und nochmal Würzburg, Ademi, 3:2 in der 90. Spielminute. Es war unglaublich, eine sensationelle Partie, die eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte. Rostock wirklich bitter, hätte zumindest den Punkt verdient gehabt. Das 2:2 wäre wohl sicherlich das fairere Ergebnis gewesen, aber Würzburg zeigt Moral und dreht am Ende nochmal die Partie zum 3:2. Der FC Energie Cottbus grüßt von ganz oben aus der Region, in der SV Meppen sicherlich nicht reingehört, und so kam es dann auch bereits in der Anfangsphase zu dieser Aktion. Granatowski mit der Hand dran gewesen am Ball, lässt sich im Endeffekt schwer aufklären, aber Weidlich nahm sich der Sache an und konnte auch treffen. 8. Spielminute, 1:0. Erstes Saisontor für den Rechtsaußen, den schnellen. Per Elfmeter bleibt er hier ganz cool und lässt da Gies keine Chance, den zu parieren. Auf der anderen Seite der SV Meppen, das ist Thilo Leugers, dreht sich überragend. 24. Spielminute, der Ausgleich, sein zweites Saisontor. Cottbus etwas überrascht, dass Meppen dann auch mal nach vorne spielte. Bis dahin waren wenige Akzente zu sehen nach vorne. Und im zweiten Durchgang ging es spannend weiter. Scheithauer trifft aber nur das Außennetz. Ganz knappe Aktion, das 2:1 für Cottbus, schon lange denkbar gewesen. Und dann gab es auf der anderen Seite wieder Strafstoß. Stein mit der Hand am Ball. Wir schauen drauf, das wohl korrekt, aber im Großen und Ganzen auch sehr unglücklich. Also zwei strittige Elfmeterentscheidungen. Einmal für Cottbus und einmal für Meppen. Thilo Leugers mit dem Doppelpack, 61. Spielminute. Die Partie war gedreht. Meppen führte mit 2:1 gegen Energie Cottbus. Keine Chance, auch in diesem Fall für den Keeper. Aftus Bajic kann nur hinterher schauen. Dann gab es sogar die Möglichkeit für Marius Kleinsorge zum 3:1. Die nutzt er eine Viertelstunde vor dem Ende. Das erste Saisontor auch für ihn. Es war ein klasse Treffer. Aber mit Energie Cottbus spaßt man nicht. Gegen Unterhaching 2 Tore in der 90. Und hier konnten sie durch Weidlich nochmal rankommen in der 79. Zweites Saisontor für Kevin Weidlich, also Doppelpack heute. Aber zu mehr langte es im Endeffekt nicht mehr. Cottbus warf alles rein, aber konnte nicht mehr das 3:3 erzielen. Aber eine tolle Partie von beiden Seiten und der SV Meppen kann mit 3 Punkten fröhlich nach Hause fahren. Die Sportfreunde Lotte stehen auf dem letzten Tabellenplatz, wovon sie schnellstmöglich sich entfernen möchten. Aber das ist nicht so einfach für die Elf von Mauch. Doch sie starteten hier herausragend in diese Partie. Lindner gegen Haier ist das Reimering, der den Ball erobert. Und das Ding macht. Dicker Fehler im Abwehrverbund. 6. Spielminute. Perfekter Start für den Tabellenletzten aus Lotte. 1:0. Für die Sportfreunde. Und es kam noch besser. Lindner ist das. Überragender Ball auf Maxi Österhellwig. 2:0 nach einer Viertelstunde. Der Tabellenletzte spielte wirklich richtig gut auf, womit die Hallenser scheinbar nicht gerechnet hatten. Sie kamen aber, und in der ersten Halbzeit wäre auch das 2:1 hier in dieser Aktion denkbar gewesen. Vielleicht muss es das sogar sein. Unglückliche Aktion. Im Endeffekt, das 2:1 hätte es sein
Köln. Im zweiten Durchgang machte Lotte es dann clever. Wer passten hier aber durch Österhelwig und dann Putze mit der Möglichkeit nochmal, verpassten es aber das 3:0 und damit die Entscheidung zu erzielen, sodass Halle nochmal alles nach vorne probierte. Aber die Zeit so langsam davon lief. Sie kam nochmal. Bentley, Baxter, Bahn, Jopek scheitert aber auch wieder im Endeffekt. Sollte es das dann gewesen sein. Lotte gewinnt, der Tabellenletzte mit dem Dreier. Überlebenswichtig, auch wenn der vorbeigegangen wäre. Nochmal eine tolle Parade, auch für Selbstbewusstsein sehr wichtig. Lotte gewinnt gegen die hallischen FC, was im Endeffekt auch so in Ordnung geht. Die Anfangsphase hatten die Gäste einfach verpennt. Platz 18 gegen Platz 19, dass da die Eintracht noch steht am 5. Spieltag, hätte man nicht grundsätzlich erwartet. Es waren ein paar unglückliche Spiele dabei, aber im Endeffekt müssen sie sich an die eigene Nase fassen, nicht mehr getan zu haben. Mit Putaro legten sie jetzt nochmal nach im Angriff. Die erste Möglichkeit hatten sie hier per Freistoß. Fasko ist das, aber den setzt er deutlich drüber. Vielleicht ein wenig sinnbildlich für die Situation der Braunschweiger. Fortuna Köln aber steht auch nicht gut in der Tabelle da. Müssen auch mal wieder Punkte holen. Das ist Scheu mit der Vorlage auf Brandenburger und der zimmert den Ball in den Winkel. Sagenhaft, 39. Spielminute, wie aus dem Nichts, das 0:1. Und Braunschweig lief diesem Rückstand hinterher. Aber nicht lange. Sie versuchten direkt das 1:1 zu machen, noch vor der Pause zuzuschlagen. Leandro Putaro aus Bielefeld gekommen, hier mit der herausragenden Möglichkeit, nimmt da technisch schwieriger Ball und der geht sogar fast noch rein. Und immer wieder dieser Putaro, sehr auffällig. Hier ist es aber mal Fürstner dann mit der Möglichkeit, trifft den Pfosten, dann ist auch Pech dabei. Im Endeffekt bei so einer Aktion, wenn man da unten drinne steht und Yeboah setzt auf Okan Kurt diese Vorlage und 20 Minuten vor Schluss war das die Entscheidung. Fortuna Köln entführt 2 Punkte aus Braunschweig. Mit 2 Torchancen machten sie 2 Tore und die Eintracht aus Braunschweig ist weiterhin ganz tief im Keller, müssen langsam loslegen und Punkte holen. Zum Abschluss des 5. Spieltages gab es am Ernst-Abbe-Sportfeld zwischen Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau nochmal ein schönes Ostduell anzuschauen. In der Abendsonne trafen hier 2 durchaus formstarke Teams aufeinander. Könnecke testete in der Anfangsphase direkt mal Joe Coppens, der den Ball aber pariert. Wäre eventuell auch sonst vorbeigegangen, wenn man das aus diesem Winkel sieht. Klare Sache, Coppens ging ran und holte sich Selbstvertrauen. Zwickau war gut in der Partie, überragend in dieser Partie. Und dann ist es Frick, der eigentlich hier das Ding machen muss. Aber wieder an Coppens scheitert. Wunderbare Aktion vom Schlussmann. Wäre aber im Endeffekt auch abseits gewesen. Hätte also nicht gezählt. Im zweiten Durchgang kam dann auch Jena endlich mal nach vorne. Das ist Tietz, Neuzugang aus Paderborn. Doppelchance, Brinkies vergräbt den Ball aber unter sich. Jena wurde stärker, wollte am Montagabend diese Partie gewinnen. Cenk Kua, Traumtor, 65. Minute. Was jetzt im zweiten Durchgang auch so in Ordnung ging. Ein wunderbarer Treffer oben rechts rein, da ist nichts zu halten. Und so stand es 1:0 bis kurz vor Schluss. Nochmal Zwickau kam und das ist Ronny König. Brückmann fälscht unhaltbar ab. Für Coppens nichts mehr zu halten. Sehr unglücklich, wie er da mit den Fußspitzen oder mit der Fußsohle noch dran ist. Aber Zwickau holt sich den Punkt, der im Endeffekt auch zum Abschluss des 5. Spieltages auch verdient ist. So, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe gar nicht lange Zeit. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen freuen. Es kommt noch die 2. und die 1. Liga. Naja, aber das wisst ihr ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.